Das vierte Beziehungsgespräch des Dialogs für den Wandel trug den Titel Mobilität neu denken. Für die DiskussionsteilnehmerInnen hat Mobilität ganz unterschiedliche Bedeutungen. Von der Notwendigkeit, von A nach B zu kommen, bis hin zum Ausprobieren von neuen Möglichkeiten, mobil zu sein. Bereits in den ersten Minuten der Diskussion zeigte sich, Mobilität betrifft uns alle. Warum aber hieß nun der Titel der Veranstaltung Mobilität neu denken? Nun, Faktenchecker Holger Heinfellner, Mobilitätsexperte und Teamleiter im Umweltbundesamt, machte klar, ein Drittel der gesamten Emissionen in Österreich stammen aus dem Verkehr. Statt geringer zu werden, haben sich die Emissionen hier sogar noch vermehrt. Dabei ist es in Österreich unser Ziel, die Emissionen bis 2040 fast gänzlich zu reduzieren. Das ist notwendig im Kampf gegen den Klimawandel. Und hier spielt der Individualverkehr, insbesondere der Pkw-Verkehr, eine entscheidende Rolle. Er ist derzeit für mehr als die Hälfte der gesamten Verkehrsemissionen zuständig. Bis 2040 will und muss Österreich daher den Pkw-Verkehr um mindestens ein Viertel reduziert haben. Heißt das, wir müssen zukünftig alle zu Hause bleiben? Nein, das Ziel ist es nicht, weniger mobil zu sein, sondern nachhaltiger und ressourcenschonender. Das bedeutet, weniger mit dem Pkw zu fahren und auch mal auf die Öffis oder das Fahrrad umzusteigen. Wir müssen unsere Mobilität also neu denken. In den Städten wie Wien gibt es dafür bereits viele Möglichkeiten. Einer der Diskutanten, Max Kutzberger, besitzt nicht nur ein Jahresticket der Wiener Linien, sondern mietet sich in den Sommermonaten zusätzlich ein Fahrrad. Und wenn er einmal etwas Schweres transportieren möchte, dann schnappt er sich einfach eines der vielen Carsharing-Autos. Petra Siegel, die in Deutsch-Wagram wohnt, hat es da schon viel schwieriger. Es gibt kaum ausgebaute Radwege. Busse fahren nur selten und auch den nächsten Supermarkt erreicht man am besten mit dem Auto. Das mache ich extra nur einmal pro Woche und da wird dann alles auf einmal eingekauft, meint sie. Und die Fahrt nach Wien? Die geht am schnellsten mit dem Auto zum Park and Ride und dann weiter mit dem Zug in die Stadt. Da sei bei der Raumplanung in der Vergangenheit viel falsch gemacht worden, meinte unser Faktenchecker Holger Heinfellner. Er plädierte nicht nur für den Ausbau von Radwegen, sondern auch für lebendige Dorf- und Stadtkerne mit Infrastruktur vor Ort. So würden die Menschen wieder lieber vor der eigenen Haustüre flanieren, anstatt in die riesigen Shoppingcenter zu fahren. Barbara Magania, die dritte Diskutantin des Abends, arbeitet meist von zu Hause aus. Aber wenn ich mal wohin fahre, dann immer mit dem Zug oder Bus, sagte sie. Zu Hause besitzt ihre Familie ein E-Auto, das mit dem Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage fährt. Und das alte Auto ihrer Mutter? Das wird, anstatt verkauft zu werden oder verschrottet, lieber den Nachbarn für private Fahrgemeinschaften zur Verfügung gestellt. Zum Schluss gab es noch einen praktischen Tipp von unserem Mobilitätsexperten. Viele Gemeinden hätten schon heute Angebote für geteilte Mobilität. Zum Beispiel Rufbusse oder Carsharing. Er motivierte die Teilnehmenden dazu, sich einfach mal vor der eigenen Haustüre umzuhören. Und auch vom Publikum gab es viel Input, beispielsweise die App Zug zum Berg, die bequem öffentliche Routen zu bekannten Bergdestinationen vorschlägt. Wo sich alle einig waren, auch Arbeitgeber müssen die Mobilitätswende mittragen. Beispielsweise indem sie statt Dienstwegen lieber das Klimaticket bezahlen. Und unsere Beziehung zum Auto muss sich wandeln. Weniger Statussymbol und mehr Transportmittel. Es muss sexy werden, zu teilen, aufs Rad umzusteigen und grün unterwegs zu sein, meint Max. Zusammen schaffen wir das. Mit diesem guten Spirit ging das Gespräch zu Ende und alle machten sich, übrigens mit den Öffis, auf den Weg nach Hause. Abschließend noch ein Danke an unsere GesprächsteilnehmerInnen für die wertvollen Impulse zum Thema Mobilität neu denken und an das Umweltbundesamt und seine Partnerorganisationen, das Klimaministerium, das Gesundheitsministerium, Ö1, Universität für Bodenkultur Wien, Postgraduate Center und Institut für Politikwissenschaften der Universität Wien, Klima- und Energiefonds, Stadt Wien, Öko-Business Wien, Austrian Power Grid und Borealis.